Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und wir belagern Sidi. Seid Sidi. Und es gibt eine Land- und eine. Ja. Eine Meeres. Eine Seeschlacht. Nicht Meeresschlacht, was ist das denn? Gut. Wir haben zwar ziemlich gute Chancen, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Weil, ja, so eine Doppel. Wie soll ich sagen, so eine Doppelbelagerung sieht man. Ist nicht so oft. Deswegen, ja. Zeige ich es euch jetzt mal. An sich, ja. Die Stärke von denen ist. Oh, Entschuldigung. Bin voll gegen das Mikro gestoßen. Die Stärke von denen ist natürlich die Flotte. Na, da schauen wir mal, ob wir die kleinen bekommen. Wir stellen uns. Ja. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Aufstellung. Aber ich mach sie doch lieber selbst. So, gepanzerte Legionäre. Ups. Schon wieder Steam. Kommen hier hin. Ich habe hier gar keine Adlerkohorte mehr, ne? Die kommen hier hin. So. Die stellen sich hier hin und die stellen sich hier auf. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Da werde ich jetzt mal die abfangen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Damit die nicht gegen die Artillerie gehen. Genau, brennender Schuss. Der geht weiter vor. Na, ja, das passt soweit. Ja, es ist ein bisschen durcheinander. Aber sobald die sich zu uns drehen, beziehungsweise sobald die in unserer Reichweite sind, sind die sowieso ausgerichtet. Fokussiere ich die einfach mal. Super. Doch nicht auf mich. Idioten. Warte, jetzt muss ich da mal wieder selbst schießen. Die bekommen das echt nicht gebacken.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also, es sind schon heftige Schiffe. So, jetzt halt. Gut. Und jetzt der da. Ah, das war zu weit drüber. Das war gut. Gut. Super. Die Männer wanken. So, die gehen jetzt an Land. Passiert. Und ich erwarte eure Befehle. Eines unserer Schiffe wird geentert. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt können die hier hin. Die kommen mit. Eines unserer Schiffe brennt. Weil der kann hier hin. Okay, die gehen jetzt alle dahin, okay. Die haben keine Munition mehr. Ach, warte mal. Das ist ja. Die sind ja so freundlich und. Und lassen sich abfangen. Die Kavallerieeinheit ist jetzt weg. Schade. Aber ich konnte die dann dadurch aufhalten. Gut, dann fangen wir mal an. Also hier Nummer 1. Hier Nummer 2. Hier Nummer 3. Hier Nummer 4. Hier Nummer 5 und 6. Die kämpfen weiter.
Nee, tun sie nicht. Ja, eigentlich hätten die jetzt keine Sperre mehr. Aber ich kann ja verstehen, dass das nicht gemacht wurde, weil ja, sonst wären die Römer einfach zu overpowered gewesen. Also wenn quasi die Sperre dann dazu führen, dass die Gegner ihre Schilde verlieren. Eine unserer Einheiten, das wäre einfach zu heftig. Das sind Pikeniere. Ja, wunderbar. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Da kommt den General, den schnappe ich mir jetzt noch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der Baum ist auch super. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Na gut. So. Entscheidender Sieg. 345 verloren. Und er hat nur 100 getötet. Ja, wegen den Schiffen. Also wenn die versenkt werden, zählt das nicht mit, weil das Wasser hat sie ja getötet und nicht wir. So ist das. Hä? Achso, Admiral, ja, genau. Das stimmt. Ja, das. Ja. So, Siede gehört uns. Das ist ja wunderbar, nee. Ja, wobei doch. Das könnten wir durchaus gebrauchen. Ah, genau, das war doch. Genau, das war unser Diktator eigentlich. Oder Kaiser. Der dann von so einem Honk hier getötet wurde. Das ist so ein Schmarrn. Und hier wurde auch einer weggemacht. Warte. Gepanzert, Adler, Evocati, Legionärs. Ich mach mal Evocati. So, wie sieht es jetzt unten aus? Es ist jetzt 75 vor Christus. Okay, noch 5 Jahre.
5 Jahre. Warte, wer braucht hier... Das ist... Ah, das ist unser neuer Kaiser. Okay, dann bekommt er Verwaltung. Wieso ist das jetzt unser neuer Kaiser? Legion 3. Warte mal. Ich schau mal kurz. Okay, nee. Die müssen tauschen. Weil ich will, dass unser General oder unser Kaiser wieder zurück zu den Prätorianern geht. Der wird ersetzt durch einen von mir. Ja. Und natürlich auch Recovery. So. Und den kann ich erst nächste Runde ersetzen, ne? Ja, genau. Super. Dann... Du bekommst noch was. Das brauchst du hier nicht. Du bekommst nichts. Du bekommst auf jeden Fall was. Auf in die Schlacht ist gut. Du bist schon 65. Ja, Legion 4 ist auch eine starke, die ist halt kurz vor Level 7. Ist auch nicht schlecht. Gut. Du gehst dann Richtung Top. Du auch. Und wir schauen uns die nächste Runde an. Ja, Furious bekommt nichts. Ja, also die Kettische Konföderation hat auch ja eine starke Armee. Also nicht nur eine. Da bin ich mal gespannt. Er sagt, dass er gewinnt. Das halte ich für ein Gerücht. Nee, das gewinnt er doch nicht. Also automatisch berechnet, ja. Aber wenn ich selbst schieße, dann... Dann glaube ich, kann ich schaffen. Wenn ich selbst schieße, kann ich schaffen. Was ist das? Oh, Wale. Sweet. Also ich muss sehr, sehr schnell die erste Reihe töten. Sehr schnell. Sehr schön. Also super schnell. Weil wenn die zu nahe kommt, dann... also die da kann ich noch kicken. Aber der Rest wird dann schwer. Feuert auf die feindlichen Schiffe!
wird angegriffen. Also, ich schick's jetzt eigentlich wie unseren General in den sicheren Tod. Die Männer wanken. Aber dadurch kann die halt ja alle anderen töten. Unser General ist gefallen. Entschuldigung. So, der da kommt zu schnell zu nah. Sehr schön. Jetzt kommen die da zu nah. Sehr schön. Jetzt kommen die beiden zu nah. Verdammt. Eines unserer Schiffe wird geentert. Okay, die brennen alle. Das heißt, dass sie auch alle fast tot sind. Ach komm. Okay. Der steht hier echt perfekt. Also ich muss natürlich noch treffen. Okay, die hinteren wanken schon. Okay. Ja. Passt. Ich hätte jetzt beinahe meine Klasse runtergeschmissen. Ups. Ja, das mit dem General ist zwar blöd, aber es war nur einer aus der anderen Familie. Und ich habe die Pause gebraucht. Also dadurch, dass ich mit dem General vor bin, haben sich alle nur auf den General fokussiert und ich konnte ein paar wegschießen. Das war gut. Nö. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Echt jetzt? Ich muss ja hier unten weiter. Ah, stimmt. Die Galeka. Ah, stimmt. Stimmt. Da hätte ich ja auch weiter angreifen müssen. Tja. So, noch einer. Nach Hause zurückgekehrt, genau, Kaiser. Und diese da werden wir jetzt ersetzen durch unseren Kaiser. Sehr schön. Und der bekommt auch noch weitere Erfahrung. Was machst du denn da? Natürlich komme ich da nicht hin. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Genau, das da dürfen wir noch erobern.
Das da nicht mehr und dann gehen wir Richtung Syrien. Hallo. Schönen guten Abend. Gut, unser Kaiser. Ja, das brauchen wir nicht zu spielen. So, das ist jetzt schon Level 6er. Moral unterhalte weniger. Unterhalte brauchen wir echt nicht. Veteranarmee. Das würde mir auch gefallen. Nee, das ist ja kein Hinterhaltleger. Was gibt es da mit Level 3? Ja, kaum was. Angriffsbonus für alle Einheiten ist natürlich super. Verstärkungsgrade und Moral. Waffenschaden, Nahkampfabwehr und Nahkampfangriff. Ja, komm. Das ist gerade am wichtigsten. Der bekommt noch eine Fertigkeit. Kommandant ist das. Und der hat keine Frau. Wahrscheinlich, weil er erst 19 ist. Okay. Die bekommt das Erbe. Okay. Der kann nicht mehr weiter. Okay, gut. Dann werden wir hier aber mal weitergehen nach Tarsus. Und da ist auch eine Armee drin. Die klauen der Hub hier. Okay. Geschossschaden 40. Ist nicht schlecht. Reichweite 150. Schießt ein bisschen weniger. Aber das ist durchaus. Nee. Ich behalte die. Gut. Der geht dahin als Verstärkung. Und die kommen mal hinterher. Weil hier ist ja nichts Feindliches gerade. Jetzt gehen wir mal nach hier hin und Spanien werden wir die nächste Runde wieder befreien. Ich denke mal, ja, nächste und übernächste. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.